Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Guild Wars 2. So, wir haben ja in der letzten Folge Stufe 10 erreicht und sind noch bald bei Stufe 11. Und ich würde sagen, wir haben noch etwas freigeschaltet, und zwar den Waffenwechsel. Wenn ich nämlich jetzt eine wunderbare Taste drücke, wir haben jetzt ja gerade Zepter und Fackel ausgerüstet, das sieht momentan so aus. Wenn wir jetzt aber die Waffe wechseln, haben wir auf einmal ein Großschwert in der Hand. Ja, ich habe mich entschieden, doch ein Großschwert anzulegen. Und uns sieht dann ungefähr so aus. Wir haben hier bei 1, können wir einen Strahl auf den Gegner schießen. Sieht jetzt erstmal nicht so atemberaubend aus. Bei 2 werfen wir ein illusionäres Großschwert. Ja, das muss ich mal so zeigen. 3 ist eine... so etwas, wo wir kurz ranspringen und... oder so einen Bodenschuss, und dann kommt so ein Großschwert aus dem ja, ihr wisst, was ich meine. Jetzt aber hier nochmal. Da hat man gut gesehen. 4 konnte ich selbst noch nicht sehen, weil wir da erstmal einen Gegner für anvisieren. Oder klappt das? Es ist schön, euch zu sehen. Nee. Und 5, wir stoßen einfach so ein paar Gegner weg. Ja gut, ich werde jetzt auch ab und zu mal ein bisschen rumswitchen. Aber wir bewegen uns jetzt erst einmal Richtung Story. Da habe ich ja gesagt, machen wir heute mal was mit weiter. Weil mich die Story der Silvari auf jeden Fall auch was interessiert. Und wir haben auch bald hier erst die erste Fähigkeit hier freigeschaltet. Freigeschalten. Mensch, lern Deutsch, du Spago. So. Ich glaube, wir müssen einmal hier runter. Komm, wir trinken mal gerade hier. Trink den Nektar. Nektar. Und wir sind was schneller unterwegs. Ja, die Panorama und so weiter interessieren mich jetzt mal hier nicht so wirklich. Ah, hier geht es weiter. Instanz betreten. Der Ruf der Pflicht. Wow, das ging jetzt echt verdammt schnell. Hier, da drin ist sie. Seid gegrüßt. Ich bin froh, dass ihr hergekommen seid. Halt, okay. Ich habe mich geschlossen. Das hier ist Eife, Oberhaupt des Zyklus des Morgengrauens. Sie ist eine Erstgeborene und hat uns angeboten, mit euch über euren Traum zu sprechen. Es wäre mir eine Ehre. Könnt ihr mir helfen, zu verstehen, was ich gesehen habe? Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht. Erzählt mir von den Bildern, die ihr im Schlaf gesehen habt, Kind des Morgens. Ich sah einen herrlichen weißen Hirsch im Wald und hatte Angst um ihn. Als ich hörte, dass ein weißer Hirsch im Kalidon-Wald gesichtet worden war, erinnerte ich mich an das Bild aus eurem Traum. So etwas kann kein Zufall sein. Was passierte in eurem Traum mit dem Hirsch? Ich... keine Ahnung. Ich wusste nur, dass das Tier in Gefahr war und ich wollte es retten. Zufällig habe ich kürzlich von einem Hirsch gehört, der bei der Verdenz lebt. Wenn ihr ihn findet, dann entdeckt ihr vielleicht auch die wahre Bedeutung eurer Vision. Was wir im Traum sehen, führt uns oft zu den Lektionen, die uns diese Welt lehrt. Reist gut und mit Weisheit. Ja gut, dann machen wir jetzt mal auf die Suche nach dem weißen Hirsch. Da... ach, wir haben schon alle Wegmarken hier vom Hain freigeschaltet. Okay. So, schauen wir mal auf die Map. Hier drüben ist das, würde ich sagen, reisen wir doch mal dahin. Oh, den Kalidon-Wald haben wir auch bald abgeschlossen. Da könnten wir ins nächste Gebiet. Ich muss mal ganz schnell was nachschauen. Muss mal meine schlaue App befragen. Ich bitte einen ganz kurzen Moment um Wartezeit. Weil vielleicht können wir auch heute noch einen... verdammt. Heute können wir wohl keinen World Boss mehr machen. Ja, machen wir eben weiter mit der Geschichte, mit der Story. Okay, da müssen wir hin, okay. Hallo, Pflanze. Ja, Pflanze ist okay. Mit ihrer Physik und so weiter. Ja gut, dann gehen wir jetzt hier wieder... warte mal. Das scheinen die Spuren eines großen Huftiers zu sein, vielleicht eines Hirschs. Findet die zweite Fährte. Machen wir doch mal. Also ich finde die Story ist ja richtig cool. Ich finde es richtig genial gemacht, dass am Anfang jeder Charakter so von der
abhängig von der Charakterklasse, nicht Charakterklasse. Nein, ich habe nicht kurz Zeit. Abhängig von dem Volk, was sie gewählt haben, eine unterschiedliche Story haben und später laufen sie zusammen. Hier sind noch weitere Hochspieler und sie sind sehr frisch. Das scheint die richtige Spur zu sein. Okay, die dritte ist irgendwo da oben. Suchen wir mal den weißen Hirsch. Ist er das wirklich? Nein, das ist weiß. Oder das hier? Nein, das ist ein Leuchtkäfer. Oder bin ich vielleicht der weiße Hirsch? Hier schon wieder. Die Hirschspuren sind recht frisch. Sie führen nach Norden in die nahegelegenen Höhlen. Spüre den weißen Hirsch auf. Und da ist schon die Instanz, wo wir rein müssen. Instanz betreten. Der Ruf der Pflicht. Also wie gesagt, ich habe hier von den Silvari-Story habe ich erstmal keine Ahnung. Erst wenn das später zusammenläuft, da wird es gleich. Also von daran weiß ich ungefähr, was dann kommt, aber ich werde auch mal schauen, dass ich so ein bisschen das daneben, was ich auch noch nicht kenne. Ich will mich so ein bisschen überraschen lassen. Komm, lass mir mal das Großschwert. Vielleicht denkt ihr das nächste Mal vorher nach. Ja, das ist ganz dumm. Mittelfinger. Hier entlang. Ich bin hier drüben. Hä? Wir sind verdammt wieder aufgestanden. Alles töten. Sind wir eigentlich so stärker oder? Kommt mir so vor. Ja, ich hab dich schon gehört. Oh. Ey, was geht hier ab? Ist da jemand? Bitte helft mir! Ich hab dich schon gehört, ich komm gleich vorbei. Ich muss jetzt mal was für Ordnung sorgen. Oh, verdammt, verdammt. Ich habe jetzt gar nicht auf das Leben geachtet. Komm schon. Ja, ich glaube, wir müssen echt mal was an der Heilung arbeiten und so weiter. Ich bin mächtig. Ist da jemand? Bitte helft mir. Sie überwältigen mich. Ich brauche Hilfe. Sieht die Untoten, oder? Das ist Gabe. Gabe, keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird. Ah, bitte! Ich brauche Sprechen. Eure Hilfe! Warte mal, ist das nicht... Ist das nicht der uns am Anfang aus dem Raum befreit hat? Das kam mir gerade so vor. Und tschüss. Aber keine Sorge, wir retten dich. Mama ist schon weg. Ach, da ist schon wieder einer. Und look. Aha. Ah, okay. Ganz ruhig. Ihr seid jetzt in Sicherheit. Seid ihr verwundet? Ja, aber das darf mich nicht aufhalten. Ich suche nach einem weißen Hirsch. Wenn er mir entwischte, hätte das böse Folgen. Dann haben wir etwas gemeinsam. Ich suche auch nach dem Hirsch. Habt ihr ihn gesehen?
Er war hier, floh aber in die östlichen Wälder, bevor ich ihn fangen konnte. Und dann kamen die Untoten. Ihr habt mir einen Gefallen getan und ihr seid stark und schnell. Wenn wir gemeinsam jagen, könnten wir mehr Glück haben. Wäre mir eine Freude, mit euch gemeinsam zu jagen. Fangen wir am besten sofort an. Das ist zu gefährlich. Okay, kämpfen wir uns frei. Zum Glück haben wir schon unterwegs was aufgeräumt. Ah, natürlich spannend, den Arm. Was, schon aufgeben? Keine Sorge, wir werden was feindlich. Und da sind schon neue. Wenn wir ihn nicht finden, tun es die Untoten. Und die werden ihn in Stücke reißen. Wir müssen weitersuchen. Wir müssen einfach. Ihr müsst euch ausruhen, Gavin. Ihr wurdet schwer verwundet. Wir machen weiter, aber nicht so, dass wir dabei euer Leben aufs Spiel setzen. Mein Leben ist bedeutungslos verglichen mit der Suche nach dem Hirsch. Aber ihr habt recht. So nutze ich euch wenig. Ich werde einen Heiler aufsuchen und euch beim Kastell Grün treffen, wenn es mir besser geht. Das ist das Klügste. Der Hirsch ist ein wildes Tier und eine Kreatur des Traums. Er wird eine Weile ohne uns überleben können. Sehr schön. Und wir haben den Storypart abgeschlossen. Und wir können uns eine Belohnung auswählen. Handschuhe. Stoffhandschuhe, 17 Kraft, 17 Verteidigung und 3 Kraft. Oder 3 Zähigkeit. Oder 3 Vitalität. Ah, ich glaube, ich entscheide mich für Kraft. Oh, ein Beutetaschen kriegen wir. Und wir haben eine neue Stufe erreicht. Sehr schön. Ja, die Lederbeutel, die brauchen wir nicht. Ist hier irgendwas Gutes bei? Das rüste ich doch mal direkt aus. Sehr schön. Und was haben wir hier freigeschaltet? 5 Heldenpunkte. Heldenpunkte an sich haben wir jetzt auch freigeschaltet. Ja! Sehr schön. Dann schauen wir doch mal jetzt hier an. Heldenpunkte. Bei Training können wir jetzt hier eine Ausbildung empfangen von den Fertigkeiten. So. Ich habe das eigentlich immer so gemacht. Ich habe einfach hier, wenn ich Heldenpunkte hatte, ich habe jetzt hier 9 Heldenpunkte und wir brauchen 2 von Training. Heilfertigkeit heilt euch gelegentlich selbst. Das ist nice. Das nehme ich auf jeden Fall. Das ist auch nicht schlecht. Ach komm. Und dann. So. Wir haben jetzt hier schon mal was freigeschaltet. Und dann war das hier Siegel des Äthers. Genau das nehme ich. Und wir nehmen dann hier Siegel der Inspiration. Wir nehmen das Siegel der Inspiration. Ich war ganz kurz schauen. Lochvogel, Nöfeld. Siegel der Inspiration. Kriegen jetzt alle 10 Sekunden einen zufälligen Segen und Eile und können dann einmal unsere Segen auf nahe Verbündete kopieren. Oder kann Macht dabei sein, Erreges, Wut, Schutz, das ist echt nice. Sehr schön, aber da wir hier fertig sind, gehen wir hier aus der Instanz raus. Und wir, wo müssen wir jetzt? Ah, wir müssen dahin, dann können wir eigentlich auch hier zurückporten. Da war ich das was gefaul. Und hier geht es auch schon direkt in die nächste Instanz weiter. Ja, wir haben noch Zeit, machen wir Hunde und Gejagte.
essen gleich ein bisschen noch von meinem Joghurt. Und dann geht es auch schon weiter. Und wir müssen jetzt wieder da hoch. Natürlich. Ach, hier sind wir. Zeit anzufangen. Das hätte ich nicht, aber das ist schnell wie der Wind. Das war dann wohl der Buff. Gavin, geht es euch besser? Ja, dank eurer Hilfe. Ich habe gute Neuigkeiten. Der weiße Hirsch wurde vor kurzem in dieser Gegend gesehen. Wenn wir uns beeilen, können wir ihn noch einholen. Bei diesem Wachturm da drüben kommt mir eine Idee. Von da oben können wir das Gelände beurteilen und vielleicht unsere Beute entdecken. Ihr habt einen ausgeprägten Jagdinstinkt. Genau das sollten wir tun. Wenn der weiße Hirsch auftaucht, jagen wir ihn, bis er müde wird. Zusammen werden wir ihn hetzen und dann gehört er uns. Sehr schön. Dann gehen wir mal bis zum... Oh, das ist einfach der Turm hier. Wow, ich bin schwer beeindruckt. Meine Wut wächst! Okay. Ah, der weiße Hirsch erscheint. Blickt hinab. Seht ihr den Hirsch? Seid leise. Der Hirsch darf uns auf keinen Fall hören. Ich schlage den Angriff der Aufrichtung zurück. Das war jetzt doof. Scheiße. Da habe ich nicht nachgedacht. Da habe ich mal die Instanz verlassen. Tut mich sorry. Ich glaube, wir dürfen das mal kurz von vorne anfangen. Ich werde das Gespräch aber jetzt auch überspringen und die Cutscene, weil wir das ja schon kennen. Ja, ich mach's aber so rum. Schade. Ich bin mächtig! Ja, das bin ich. Wir haben nämlich Macht bekommen. Zeit anzufangen. Ja, Zeit anzufangen, bla bla bla. Tut mir wirklich sorry. Überspringen. Diese Rose. Boah, ich weiß, ich habe irgendwie so Angst runterzufallen. Das sind sie. Der weiße Hirsch erscheint. Das kann ich nicht überspringen, schade. Blickt hinab. Seht ihr den Hirsch? Seht ihr den Hirsch? Seid leise. Der Hirsch darf uns auf keinen Fall hören. So rum und dann jetzt mal wirklich zum Hirsch. Ich bin schnell wie der Wind. Und wir müssen den Angriff der Blablabla sozusagen wieder aufrichten. Ich bin mächtig! Diese Rose hat Dornen. Das sind sie! Na? Hallo, Hirsch. Ey, auf den Weg! Mann, das ist unfair. Ich will dich doch... Ich will doch nur wissen, was du zu bedeuten hast. Ja, tot, gut, bla bla bla. Habt ihr auch noch andere Sprüche? So. Na und weg. So, jetzt aber. Komm her, komm her, komm her. Ey, nein, 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 hallo. Kann ich nicht. Hab ich keine Online oder so? Ich bin schnell wieder mit ihm dran. Ich hab's gehört, das ist ja cool. So, drüben ist der Weg. Da ist das Weg. Das Licht. Daddy, das höre ich, meine Güte. Ey, du hörst ihn nicht an. Du hörst ihn für mich an. Allmählich wird das Tier müde.
Ja, sollte auch müde werden. Den ganzen Arsch im Rippen und das muss wegrennen. Mein Deutsch heute very good. Blub, blub. Oh Gott, hier sind noch Robian. Wo denn Robian hin? Das haben wir bekommen. Gut. So, jetzt aber. Jetzt hätte ich gesagt, langsam müsste es müde werden. Was ist denn das für ein Vieh? Folgt ihm weiter. Bald werden wir ihn haben. Bald werden wir ihn haben. Ja, also langsam habe ich auch noch ein bisschen Hoffnung, dass es überhaupt klappen wird. Ja, sprich weiter, vielleicht stimmt es irgendwann mal. Ah, ja. Ich bin schnell wie der Wind. Lob, einmal heilen. Ausgezeichnete Arbeit. Aber jetzt muss ich mich verabschieden. Und den weißen Hirsch nehme ich mit. Natürlich dürft ihr gerne mitkommen. Eure Jagdfähigkeiten wären ein Gewinn für den Albtraumhof. Der Albtraumhof? Wer ist das? Und was tut er? Gavin, der weiße Hirsch muss in den Hain zurückgebracht werden. Kaith erwartet uns dort. Nein, edle Seele. Der weiße Hirsch kommt mit mir. Sobald wir ihn in den Albtraum gezogen haben, wird der Hirsch eine mächtige Waffe gegen den Traum sein. Er ist eine Manifestation der Hoffnung und des Vertrauens. Im Albtraum wird er zum genauen Gegenteil, einem Wesen der Verzweiflung und des Hasses. Durch seine Macht wird der blasse Baum von den Ketten befreit werden, in die ihn Ventaris Tafel geschlagen hat. Eine Waffe? Gavin, das ist falsch. Der weiße Hirsch ist ein friedliches Wesen. Ihr könnt ihn nicht in etwas Grausames verwandeln. Doch, ich kann. Wir können es. Kommt mit mir. Ihr würdet gefeiert. Wahrscheinlich sogar geadelt von der Großherzogin persönlich. Nein, Gavin. Ich werde mich niemals dem Albtraumhof anschließen. Das ist jammerschade. Es betrübt mich, wenn das Raubtier zur Beute werden muss. Aber ich kann nicht zulassen, dass ihr euch einmischt. Lebt wohl. Oh, oh. Schande ist das. Loyale Freunde werden zu entwürdigten Toten. Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Na, dann müssen wir jetzt eben hier rauskämpfen. Aber hier diese alte Runde sind jetzt auch. Ist auch wirklich die Herausforderung, ist ja auch nütz. Ich bin schnell wie der Flug, Flug. Kann sein, so recht verloren. Ich bin mächtig! Oh, da ist ein Alpha mal drauf. Nice, komm schon her, komm schon her. Sechs. Einmal heilen. Look.
Und jetzt komm schon, du gehst jetzt hier auch noch raus, bitte. Diese Rose hat Dornen. Das sind sie. Und wir müssen zurück zum Hain und uns bei Cave melden. Oh verdammt, ich hab die Folge voll überzogen. Komm, das machen wir jetzt noch zu Ende. Das interessiert mich jetzt gerade. Ich bin schnell wie der Wind. Gut, das machen wir gerade zu Ende. Hier gibt es aber morgen wieder eine kürzere Folge. Nee, übermorgen. Morgen kommt dann TPP. Ich bin schnell wie der Wind. Das war hier entlang. Und dann hier einen Aufzug. Ja, hier, das ist ein Aufzug. Das habe ich jetzt relativ gut gemerkt. Ich finde, das sieht richtig komisch aus. Oh, ich bin gerade überlegen. Ich hatte damals mal mit ein paar Freunden noch ein MMO gespielt. Das war so ein Free-to-Play-MMO und ich weiß nicht mehr. Da war irgendwie 90%, wenn du in ein anderes Gebiet gegangen bist. Bist du lustig so auf dem Pegasus rumgeflogen, das war einfach so 90% einfach nur Animation. Da kannst du währenddessen mal kurz aufs Klo gehen, Kaffee machen, Pizza bestellen. Mann, ich will echt wissen, wie es nochmal heißt. Sprecht mit Cave. Ich bin hier, Junkerin. Schlechte Nachrichten. Cave, ich brauche eure Hilfe. Gavin, dieser Jäger, der mir geholfen hat, den weißen Hirsch zu jagen, hat mich hintergangen. Ich verstehe nicht, was er getan hat. Er sagte irgendwas, dass der weiße Hirsch als Waffe tauge und dass Ventaris Tafel das Böse sei. Er meinte, er sei ein Mitglied des Albtraumhofs. Des Albtraumhofs? Daunenplage, es ist gut, dass ihr zu mir gekommen seid. Die glauben, dass Ventaris Tafel den Baum von der ursprünglichen Natur des Traums entfremdet hat. Sie verehren Schmerz und Finsternis. Und sie behaupten, dass Ventaris Lehren die Silvari verdorben haben. Sie und den blassen Baum. Uns verdorben? Sehen die denn nicht, dass sie es sind, die zu Gift verwandelt wurden? Sie glauben ihre eigenen Lügen. Kommt, wir müssen herausfinden, wo der Hof den weißen Hirsch gefangen hält. Ja, schon. Aber wie? Die Nachricht von einem solchen Fang wird sich wie ein Lauffeuer unter den Höflingen verbreitet haben. Wir gehen zu Arons Hain und spionieren dem Hof hinterher. Dort rekrutieren sie oft neue Mitglieder. Aber wir müssen subtil vorgehen, sonst fliehen sie, ohne uns etwas zu verraten. Trefft mich dort, dann arbeiten wir einen Plan aus. Sehr schön. Und dann gejagt haben wir es abgeschlossen. Und wir kriegen... Könntest du einen neuen Stab nehmen? Den werde ich auch, glaube ich, nehmen. Ja. Und kriegen einen Staubwagenatmer und zwei Beutetaschen. Ich bin schnell wie der Wind. Ja, da können wir in der nächsten Folge noch weitermachen. Der wird sehr... Moment. Jetzt muss ich mal schnell was hier nachschauen. Zepter. Was ist jetzt hier? Vielleicht mache ich dann doch mal hier einen Wechsel. So. So, jetzt möchte ich aber echt mal, könnte ich irgendwie noch was... Ja gut, dann räume ich jetzt später mein Inventar auf und sage, jetzt ist es aber echt mal gut. Wir sehen uns dann mal in der nächsten Folge wieder, wie wir weitermachen mit der Quest hier, Entmantelung der Dunkelheit. Und bis dahin... Entschuldigung. Ich bin schnell. Und bis dahin würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.